Hast du zum Beispiel drei wirkliche Ideen, gerne auch gewürzt mit Fallbeispielen, die du erlebt hast, weil ich halte dann meinen Mund und ich höre dir zu, wie man denn dahin kommen kann, sich besser kennenzulernen? Ja, klar. Also zuallererst muss ich mir mal die Frage stellen, also zwei Fragen finde ich total wichtig. Nämlich die erste Frage, was will ich wirklich in meinem Leben? Also wenn ich die Möglichkeit hätte, mich komplett frei zu entscheiden, weil ich keine Zwänge hätte, gar nichts hätte, was würde ich dann machen wollen in meinem Leben? Und dann die andere Frage, und das ist eine Frage, wo bestimmt viele sagen, oh Gott, du darfst doch nichts Negatives sagen, ne? Aber mir sich wirklich die Frage zu stellen, was will ich auf gar keinen Fall in meinem Leben? Weißt du, weil das ist nämlich auch so eine Frage, die ich total wichtig finde, weil wenn ich immer nur sage, das und das will ich, das und das will ich, das und das will ich, klar habe ich dann Fokus auf dem, was ich will, aber trotzdem kommen doch auch mal Dinge auf mich zu, die ich vielleicht nicht haben möchte. Und dann muss ich ja auch erkennen, nee, das will Such ich is jetzt. life. Ja, so ist es. Und sich da mal mit wirklich auseinanderzusetzen und dann einfach auch ein Bewusstsein zu schaffen. Die Katharina Pommer, mit der ich auch den Podcast zusammen mache, Ja, die gut bringt klar, ein ja. richtig gut, die ist super, und die bringt ein richtig gutes Beispiel. Deswegen führe ich das jetzt gerne auch einfach mal an. Bewusstsein darüber zu bekommen, was passiert eigentlich in meinem Leben? Das fängt schon an, wenn ich morgens aufstehe und sagen wir mal, Wann stehe ich auf? Ist schon mal die Frage. Habe ich genug geschlafen? ja, aber das ist es auch, ne? Das ist ja auch so ein Mythos. Du musst früh aufstehen, um erfolgreich zu sein. Bullshit. Ja, totaler Schwachsinn. Aber Grüße das an ist die halt Frau das. Arianna Huffington, Sleep Revolution. Ja, genau. Ja, aber das ist das, was ich meine. Jetzt stellt sich irgendwie einer da oben hin. Für den ist das jetzt die Regel, ist ja auch schön für ihn. Und wenn er es kann, ist es super. Würde ich das machen, würde ich da jetzt nicht stehen, wo ich bin, weil ich brauche meinen 8 Stunden Schlaf. Ansonsten funktioniere ich nicht More dauerhaft. power to you. Ja, deswegen, und das ist das, was ich, genau das ist das, was ich meine. Wenn ich jetzt nicht weiß, was ich für mich brauche, was ich für mich will, und es kommt jemand, der es nicht böse meint, der aber der Überzeugung ist, man muss früh aufstehen, um erfolgreich zu sein, und ich kenne mich nicht, dann folge ich dem. Und was passiert dann? Ich bin nicht mehr in meiner Kraft, ich bin nicht mehr in meiner Energie, weil ich jemand anderem folge, was mir in dem Moment vielleicht anfangs okay ist, aber irgendwann nicht mehr gut tun wird. Und dann wundere ich mich, wenn ich irgendwann nicht mehr die Leistung bringen kann, die ich brauche, um wirklich dann mein Tagespensum mit Leichtigkeit und Freude zu erfüllen. Ne? Das ist Und, es. Das ist es ja, sage ich ja. genau, ne? Und nochmal auf dieses Brötchenbeispiel zu kommen, weil ich das mega wichtig finde. Wenn du morgens aufstehst und sagst, jetzt habe ich Hunger, und du schmierst dir jeden Morgen ein Marmeladenbrötchen, sich dann mal wirklich zu überlegen, schmiere ich mir dieses Marmeladenbrötchen, weil ich es wirklich essen möchte, weil ich da Hunger drauf habe, oder weil ich es vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten so gewohnt bin, weil als Kind gab es ja auch schon immer Marmeladenbrötchen zum Frühstück. Und ich esse es eigentlich nur, weil ich es gewohnt bin. Ne? Und sich da einfach mal tagtäglich Zeit zu nehmen und die Dinge, die man tut, zu überprüfen, tue ich das, weil ich es wirklich tun will, oder tue ich das, weil es mir so vorgelebt wurde, weil ich es mir so angewöhnt habe, weil irgendjemand mir gesagt hat, du musst es so machen, um Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ne? Und ich glaube, das ist auch, wenn du jetzt nach diesen drei Tipps fragst, ein extrem wichtiger Tipp, sich wirklich bewusst zu werden. Tue ich diese Dinge, die ich tue, weil ich sie tun will oder weil ich es irgendwie so gewohnt bin? Also die Daily Habits einfach einmal Ja. durchdeklinieren auch und wirklich bewusst achtsam zu hinterfragen. Ja, Würdest du genau. schriftlich machen oder reicht es auch einfach so im Alltag zu schauen, huh, also mache ich mal Nutella-Brot oder so? Jeder, wie er es Nut braucht. Haselnuss-Schokocreme oder so ähnlich, wenn man jetzt Ja, nicht. ja. 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 Aber jeder, wie er es braucht, wenn es sich jemand aufschreiben möchte, weil es dann leichter fällt, kann man es aufschreiben. Wenn man es nur bewusst machen möchte, dann kann man es jetzt auch nur bewusst machen. Aber wichtig ist, überhaupt mal zu hinterfragen oder auch gerade dieses Thema, es kommen ja immer wieder Dinge auf einen zu, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes, oder du hast jetzt das und das zu machen, weil sich das so gehört, dann mal wirklich hinterfragen, will ich das in dem Moment? Und wenn man es nicht will, dann einfach auch mal dazu stehen und dann vielleicht auch mal von jemandem zu hören kriegen, das finde ich jetzt aber nicht gut, dass du das so und so machst oder dass du es nicht so und so machst. Aber dann für sich einzustehen. Und das ist auch, wenn man jetzt mal rein vom beruflichen Erfolg spricht, eins der wichtigsten Dinge, weil wenn ich nur ein Fähnchen im Wind bin die ganze Zeit bei dem, was ich tue,
Genau, dann drehe ich mich und drehe mich und drehe mich, egal wo der Wind herkommt. Ne? Und wichtig ist, dass man da einfach diese Standfestigkeit hat, zu sagen, das will ich jetzt oder das will ich nicht. Aber dafür Muss ich braucht aber in mir auch standfest sein. man. Naja, aber das kann sich ja auch nur durch ein Bewusstsein entwickeln. Weißt du, also ich muss ja erst mal wissen, für was ich standfest bin, Von wegen bevor ich es. Bambus, diese Bambus-Metapher, die auch die Katharina Mehrlein prägt, ja. Ja, so ist es. Deswegen. Und ich finde das einfach so wichtig. Und klar ist die Arbeit draußen von vielen Trainern mega wertvoll, die Verkauf machen, Kommunikation machen, Marketing machen oder Persönlichkeitsentwicklung. Das ist alles super. Ich glaube nur, manchmal darf man einen Schritt zurückgehen und erstmal, ne, das Fundament richten. Und ich glaube einfach, viele Hinten bauen. raufgehen auf die Vogelperspektive, oder? Ja, und viele fangen halt an, das Dach zu bauen, ohne dass der Keller steht, ne? Und dann funktioniert halt nicht so gut, ne? Deswegen, und die machen es, ne, aus bestem Wissen und Gewissen, ganz klar, logisch, so wie ich es damals auch gemacht habe. Aber das sind jetzt halt so die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, gerade in der Man darf Zusammenarbeit. sagen, du bist ungefähr gleich alt wie ich. Also wir sind jetzt so Mitte 30. Also es ist nicht so, Ja. dass man das jetzt sagen könnte, ja, damals so, damals als ich Nee. noch jung war, sondern es ist schnell gereift in dir, Ja, aber ich meine, also das macht ja auch 11 Jahre Erfahrung in der Branche und ich finde, 11 Jahre ist jetzt nicht wenig, ne? In stimmt, ja. der ich da in der Weiterbildungsbranche tätig bin, ne? Das sind sogar schon 12, nee, es sind sogar schon 12, muss ich sagen. Naja, oh Gott, da kennt man es auch wieder. Alles gut, alles gut. Wir sind alte Leute, wir sind einfach alt, das ist so, ja. Wir sind, die Ja. Jungen sind schon lange wieder da, ja. Wir müssen aber Schritt halten. So ist das. Und weißt du, wenn wir in Aber einem mit Jahr. Alter kommt Weisheit für manche. Ja, so ist es. Strategie Ja. 2. Ja, aber wenn wir in einem Jahr reden, kann es sein, dass ich wieder ganz neue Dinge für mich auch erkannt habe. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach für sich selbst persönlich zu wachsen, und das dann auch weiterzugeben. Ne? Ich erlebe viele Trainer und Coaches, die überhaupt nicht bereit sind, selber mal ein Coaching zu machen. Die denken, ja, warum, ich bin doch selber Coach, warum soll ich ein Coaching machen? Ich selbst habe zwei Coaches, einen Business Coach und einen persönlichen Coach, und mit denen arbeite ich jeden Monat zusammen. Jeden Monat. Und da geht es nicht darum, dass ich meine, ich wäre noch nicht gut genug oder keine Ahnung was, sondern da kann man immer noch sagen, ne, man macht einfach mal gucken, und wenn was ist, ist was, und wenn er dann eben nicht. Ne? Aber Das haben eigentlich alle Großen, also ich meine auch Vera F. Birkenbiel, die Trainerlegende, die Coachlegende hat so ist es. Coaches gehabt. Na klar, und ich finde es total wichtig, weil es gibt einfach viele Sachen, meiner Meinung nach, die kannst du nicht alleine machen. Also wenn ich mal irgendwie ein Thema habe, dann hänge ich da genauso in der Luft wie diejenigen, die dann zu mir kommen, wenn ich als Coach fungiere. Ne? Ja, Das das mit mit dem sich selber operieren ist schwierig. so ist es. Deswegen, ja, und ich finde, das ist einfach wichtig. Und ich glaube, dass die Trainer, die wirklich Hauptfokus Mensch haben und nicht Hauptfokus die eigene Darstellung haben, und wirklich bereit sind, immer und immer wieder sich mit sich selbst zu beschäftigen, auch diejenigen sind, die langfristig da erfolgreich werden. Ne? Ja. Was ist noch eine Strategie? Also du hast jetzt gesagt, die erste wäre, dass man sich um sich selber einmal kümmert, sich die eigenen Verhaltensweisen anschaut, was trägt dazu bei, mir ein glückliches Leben zu erschaffen, was ist nur Gewohnheit, die aufgrund anderer Programme, die mir irgendwann eingeimpft worden sind, vorgelebt worden sind, ich so mache. Was wäre der zweite Weg? Ja, der zweite ist, was ich schon gesagt habe, Und sich auch, Coaches holen, oder meinst du? ja auch, aber nee, sich die Frage zu stellen, was will ich in meinem Leben wirklich und was will ich nicht, ne? Das ist, finde ich, das muss man so, finde ich, das Erste sein. Und dann zu überlegen, als zweiten Schritt, was sind meine Gewohnheiten, was mache ich da, ne? Und dann wirklich der dritte Schritt, meiner Meinung nach, ist einfach nochmal verdammt ehrlich zu sich zu sein, sich mal das Lebensrad anzuschauen. Ne? Das gibt es ja in vielen unterschiedlichen Facetten. Ich habe jetzt mit der Katharina ein eigenes Lebensrad nochmal kreiert, aber da Kriegen wirklich wir das ehrlich. zu sehen? Bitte? Kriegen wir das zu sehen? Kann ich das jetzt einblenden zum Beispiel? Du kannst es dann einblenden, wenn es das gibt. Also es gibt es dann zum Download, sobald der Okay. Podcast fertig ist. Da einfach sich diese einzelnen Punkte anzuschauen, ob es jetzt Finanzen sind, ob es jetzt Partnerschaft ist, ob es jetzt Karriere ist, ob es Thema Spiritualität ist, Gesundheit und da mal wirklich
absolut ehrlich zu sich zu sein und mal wirklich einzuschätzen, wo stehe ich da eigentlich wirklich realistisch gerade, ne? Und dann einfach zu schauen, mit bestimmten Strategien und Techniken, gerade die Lebensbereiche, die jetzt nicht so gut ausgeprägt sind, da mal wieder ranzugehen. Das heißt nicht, dass jeder Lebensbereich perfekt sein muss, um Gottes Willen, ne? Also ich glaube, das ist so ein Anspruch, den kann man gleich wieder vergessen, aber zumindest, dass es in so einem Einklang ist, dass man sich wohlfühlt und gut fühlt dabei. Ne? Werte und Sinn fallen mir da als zwei Begriffe ein. Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Also ich glaube, meine Werte, weiß ich, kenne ich meine Werte. Und lebe ich danach und was gibt mir Sinn? So ist Weil dann ist das Aufstehen, egal wann, einfacher. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube aber, das ist auch das Thema jetzt der Zukunft von den Menschen. Ne? Wenn ich mir anschaue, wie jetzt neue in Anführungszeichen, aber wie jetzt Trainer, wie zum Beispiel der Veit Lindau als Beispiel, der ja viel um das Thema Sinn und Selbstliebe und spricht, der ist ja jetzt die letzten Monate wirklich durch die Decke gegangen mit seinen Themen. Unglaublich, ja, ich liebe ihn ja auch. Also der ist übrigens einer der nächsten Gäste hier. Genau. Ja, das ich arbeite gerade mit zwei seiner Online-Programme, also das ist ganz, ganz genial. Ja. Und heiße Empfehlung, und er ist einer meiner Gäste hier. Er ist ein ganz toller. Ja, und ich glaube einfach, solche Typen wie er, das sind solche Trainer der Zukunft. Jetzt nicht wegen den Themen nur, die er macht. Wobei, der neigt schon zum Guru. Also jetzt, ich glaube, nicht beabsichtigt, aber... Nicht beabsichtigt. Er will das jetzt nicht so machen, aber... Nee, will er nicht, aber er wird so gehypt, sagen wir mal. Nee, aber das werden sie alle irgendwann, wenn sie groß sind. Guck mal, der Tony hat einen Film rausgebracht, I'm Not Your Guru. Ja, übrigens, da ist ein Tipp an alle zu Hause. Ein Wahnsinnsfilm. Wahnsinnsfilm. Berühren, sie können dann heulen, sie können lachen, sie können alles mitmachen. Ja, aber auch der wird ja gehypt als Guru, obwohl das nicht will. Ich glaube, dagegen kann sich keiner verschließen. Die Frage ist, wie reagiere ich da drauf? Ne? Und ich habe ihn schon erlebt, wie er ist, auch in live. Tony oder Veit? Beide, ja. Aber auch ein Fight, und er ist, jeder hat seine Themen und darum geht's gar nicht, ne? Aber ich finde, er ist schon jemand... Die vereinen ja, das ist ja die Andrea, seine Frau, und er, die vereinen ja beide Energien. Genauso wie Tony mit seiner Frau, die haben ja, glaube ich, sogar ein eigenes Programm rausgebracht, so ein CD-DVD-Programm für männliche und weibliche Energien. Dazu äußere ich mich jetzt mal nicht. Ja, ich weiß, aber ich sag, die beraten halt, und das ist ihre Idee, dass wenn die zusammenwirken, was Großes entsteht. Definitiv, nur dafür muss es eine weibliche und eine männliche Energie geben. An dem arbeitet der ja, sagt er. Genau. Also ich habe das Programm nicht absolviert, aber wenn du das kennst, dann... Ja. Ist ja wurscht, weil die machen gute Sachen und darum geht's. Und die sind wertschätzend in der Kommunikation mit den Menschen, die zu ihnen kommen. Und darum geht's. Und das ist das, was ich meine. Und das ist das, was ich meine, was die Qualität der Trainer der Zukunft ist, meiner Meinung nach, die jetzt wirklich noch groß werden und alles, ne? Dass es die Menschen sind. Also die was eben muss der Andreas machen, damit er jetzt groß wird? Oder einer zu Hause? Es ist natürlich so eine Sache, ne? Weil jetzt ein Fighter hat ja mega Investment gemacht, um so groß zu werden. Ne? Also, aber der ist jetzt auch schon um die 50, da habe ich schon noch eine Weile Zeit. Ja, definitiv, ja. Also was bei ihm halt wirklich, also der hat ja einen Wahnsinns-Ehrgeiz, ne? Der arbeitet ja auch ohne Ende, ne? Also das merkt man schon auch. Der ist sehr strategisch dabei, also auch wenn er sehr spirituelle Themen macht. Weiß von Michael Porter System. Das ist ein Book Yourself Solid System. Er ist von Michael Port zertifizierter Marketing Coach. Ja. Deswegen meine ich ja. Also er macht gerade seine Marketingprogramme. Das war ja die Online-Geschichte, ja. Genau, also da ist das sehr geerdet, ne? Also was dieses ganze Thema Marketing betrifft, ist das super pfiffig drauf. Aber sehr eben werteorientiert. Ja, geht genau. Es geht nicht darum, über Leute drüber zu fahren. Ja. Klar, kannst du ja auch sein. Martin Weiß das Gleiche. Was? Martin Weiß das Gleiche. Auch werteorientiert. Ja. Weil kennst du wahrscheinlich nicht, oder? Nee.